Das hat jetzt doch ein klein wenig länger gedauert als erwartet. Anscheinend ist es so. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Danke für diese Nachricht, Chambers. Anscheinend ist es so, dass da ein Video abgespielt wird nach diesem DLC. Oder zumindest soll es das. Die Frage ist jetzt, ob das ein normales Video ist oder vom DLC selber. Habe ich jetzt nicht geguckt. Für den Fall, dass es vom DLC selber ist, schaue ich mal, ob ich das finde. Dann haue ich es in die Beschreibung rein, weil ich kann es leider nicht abspielen. Es gibt nur eine Lösung, dafür zu sorgen, dass gar keine Videos mehr abgespielt werden, dass ich das überspringe. Weil das ist quasi der Indikator dafür, warum es abstürzt. Habe ich auch in die Beschreibung, falls ihr denselben Fehler haben solltet. Wenn ich es nicht vergesse, dann guckt runter. Ist eigentlich ganz einfach. Jedenfalls habe ich es jetzt hinbekommen. Das hat jetzt länger gedauert als erwartet. Und vor allem das Schlimmste ist, ich musste den Boss jedes Mal wieder besiegen. Weil der immer nur kurz davor gespeichert hat. Ein Traum. Von Morlan. Sie sind zu klein. Es tut mir leid, aber ich verlasse dich für einen Kroganer, weil du deine... Oh nein, ich weiß, worauf das hinausläuft. Weil du für deine Spezies nicht besonders großzügig ausgestattet bist. Haben Sie Angst vor diesem Satz? Morlans berühmter Online-Shop verkauft zahlreiche Lösungen dieses Problems, ohne die Einschränkungen der Handelsgesetze der Citadel. Ob nun Hormonpräparate, kybernetische Vergrößerungen oder genbiotische Xeno-Umgestaltungen. Morlan hat ein großes Angebot wonnespendender Produkte. Alle Spezies und Geschlechter bestellen online bei Morlans berühmter Extranet-Site, direkt über den Hotlink dieser Nachricht. Produktverfügbarkeit abhängig von den örtlichen Handelsgesetzen. Produkte mit Element Zero haben höhere Versandkosten, keine Lieferung nach Omega, krokanische Fortpflanzungsorgane nicht erhältlich, weitere Einschränkungen möglich. Für weitere Fragen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ach du Heilige. Therapie von Ola Han, Shepard. Sie sagen, Sie seien am Leben. Hätten den Tod überlistet, dass diese Nachricht nicht nur ein sinnloser Teil meiner Therapie wäre. Sie sagen viele Sachen. Ich lebe noch, sie ist immer noch tot. Ich habe gehört, sie haben Benesia getötet. Gut gemacht. Noch eine Frau, an deren Tod ich beteiligt war, falls meine Informationen dabei geholfen haben. Sie wollen, dass ich ihnen danke, während sie nicht aufgetaucht... Ich bin gerade zu dumm zum Lesen. Sie wollen, dass ich ihnen danke, während sie nicht aufgetaucht, hätten uns die Rachni alle umgebracht. Und das wäre auch gut so gewesen. Ach wirklich, warum ich und nicht sie? Warum sind sie nicht früher aufgetaucht? Sie glauben, sie kriegen mich wieder hin. Aber vielleicht sind sie gar nicht zurückgekehrt. Vielleicht bin ich gestorben. Vielleicht habe ich diese Tür gar nicht rechtzeitig geschlossen. Vielleicht habe ich sie offen gehalten, um ihr eine Chance zu geben. Und dann der Rachni meinen Anzug aufgerissen. Und ich wurde dort auf Gipfel 15 verstrahlt. Vielleicht bin ich ein Märtyrer. Und das ist nur eine schreckliche Halluzination vor einem wunderbaren Leben nach dem Tod. Aber falls nicht... Dann danke. Wer war ein Ola Han nochmal? War das der Arzt? Nee. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber wobei ich mir sicher bin, ist, dass ich im Waffenspind meine MP ändern werde. Und zwar zu der Locust. Und ja, ganz wichtig, das muss ich auch wieder ändern. Bogenprojektor. Oh Gott. Welche Waffe fand ich denn jetzt nochmal am geilsten? Eigentlich schon den da, gell? Ja, komm. Singularität. Bin ich eine Stufe gestiegen? Nein. Wie viel fehlt? Wow, 65. Also gar nichts. Tagebuch. Okay, dieses Dossier hat tatsächlich anscheinend nicht gezählt. Dann können wir jetzt entweder den Warlord oder die Gefangene holen. Jacob. Wollte noch rüber. Und zwar in mein Forschungsterminal. Nein. Hier, Tech-Schaden. Das will ich erforschen. Kann ich jetzt noch was? Ja, Tech-Dauer. Ausgezeichnet. Das war's. Schiffsverbesserung. Nope. Betrachtung. Mordin Universalwerkzeug. Mordin hat sich ein eigenes Universalwerkzeug gebaut und kann mit den entsprechenden Materialien beachtliche Upgrades herstellen. Warum denn nicht? So. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Nein, falsch. Nicht die Konsole.
Wo sehe ich denn? Ah, da stand es, glaube ich, gerade. Ja, 100.000 Credits. Ich möchte nochmal auf die Citadel gehen. Dann kann ich mir auf der Citadel mein Upgrade holen für mein Schnibbergewehr. Nur die Hälfte unseres Treibstoffs ist noch übrig. Das dauert ja nicht lang. Solche Cutscenes würden dann übrigens abgebrochen werden, wenn man diesen Befehl da eingibt. Aber dann sind halt leider alle Filme weg. Ich habe aber das Gefühl, dass das Spiel dann schneller lädt, weil er nicht auf diese Filme zurückgreifen muss. Gut, man kann sie auch selber abbrechen, wie ich jetzt gerade, aber... Also ich habe das Gefühl, ich war sehr, sehr schnell im Spiel drin. Wir können ja mal gucken, wie sieht denn das andere Outfit von der Kasumi aus? Rot. Komm, das machen wir mal, das gucken wir uns mal an. Ich habe ihm auch rot, ne? Komm, nehmen wir einfach mal die zwei mit. Die zwei Schwerverbrecher. Said Masani. Betäubungsschuss. Nope. Das Standard-Outfit von Kasumi gefällt mir besser. Es tut mir leid, Sir, aber Sie müssen sämtliche Bioverstärker ablegen. Was? Warum? War das jetzt links unten oder rechts unten? Ich glaube, es war... Ich komme nicht drauf. Ich gehe mal hier lang. Ich glaube, ich weiß, welcher Shop es war. Dann laufe ich jetzt aber gerade den langen Weg, glaube ich. Hast du irgendwie was Neues? So eine Waffe habe ich ewig nicht gesehen. Ich arbeitete für die Grim Angels, eine kleine Organisation, die im Randsektor tätig war. Wir mussten gegen Krogana ran, alle bis an die Zähne bewaffnet. Ach, da war's, okay. Alle bis auf den Kampfmeister, der kam mit so einem kleinen Pusterohr daher. Ausgezeichnet, deswegen bin ich gekommen. Was ist denn die Schnelltaste, um auf die Normandy zurückzukommen? Lass mich gucken. Welt verlassen F. Geht wohl nicht. Hat damit meine halbe Einheit ausradiert. Verdammt gute Waffe. Du kriegst jetzt keine Waffe, Said. Ich würde sagen, wir machen die Gefangene. Oder wobei. Ah, ich bin so unentschlossen. Ich würde gerne auf die Normandy. Ohne Zwischensequenz, die haben wir schon gesehen. Schrotflinten sind nur auf kurze Entfernung wirksam. Stimmt gar nicht, wenn ich das Ding auf den Typ werf, tut's auch weh. Oh, Moment mal, ich muss ganz kurz. Auf meinen zweiten sieht seltsam aus. Ich notiere mir mal kurz die Zeit und gucke mir das an. Ungefähr. Ja. Würde mich mal interessieren, wie sowas in der Aufnahme aussieht, wenn ich kurz auf den Desktop gehe. So. Beziehungsweise bei so einem Spiel, weil hier gibt es halt keinen Vollbild-Fenster-Modus. Den ich doch mittlerweile sehr, sehr verliebt bin. Waffen-Upgrades. Präzisionsgewehrschaden. Forschen. Offensichtlich kann ich mir... Boah, ich muss unbedingt Planeten ausnuckeln. Aber wieso fehlt
von der Pistole den Schaden, den ich geforscht habe? Oder ist das erste automatisch geforscht? Ich habe schweren Pistolenschadens-Upgrade gekauft. Naja. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Also gut, wir holen Jack. Habe ich jetzt beschlossen. Im Sandurnebel, da haben wir 6% bisher. Lief bisher. Anscheinend sehr gut da drin. Gefängnis Purgatory. Es gibt einen Club in Mass Effect 3, der heißt Purgatory. Sonde gestartet. Palladium habe ich so viel, ich brauche was anderes. Ja, das zum Beispiel. Sonde Element gestartet. Zero und Platin. Mm. Und das Platin. Sonde gestartet. Starte ich mag Sonde. Diesen Planeten bisher. Element Zero und Platin, Sonde genau das, unterwegs. Was ich wenig habe. Ich muss mich jetzt echt mal hinsetzen und ein paar Planeten ausscannen. Sonde unterwegs. Ich habe gesagt, ich mache das dann, wenn dann im Off, das ist ja nicht besonders interessant. Aber wenn wir jetzt schon hier in der Nähe sind, wie immer, ihr wisst es. Hm, kann ich beides mitnehmen. Sonde unterwegs. Und gleich nochmal. Sonde gestartet. Also, dass der nur Scannergebnis gut hat, statt hoch, wundert mich. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Ist immer lustig, wenn man dann an einem Ding, was so ausschlägt, vorbeiflitzt und es dann einfach nicht mehr findet. Traurig und lustig zugleich. Da war was. Sonde gestartet. Abgebaut. Schauen wir mal. Ja, oh, nichts Großflächiges mehr. Palladium brauche ich zwar nicht, aber. Irgendwann brauche ich Palladium und dann habe ich es nicht mehr. Also nehme ich es jetzt lieber gleich mit. Vorbeugen ist besser als Nachsicht. Starte Sonde. Meistens zumindest. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Ich meine, man könnte ja zum Beispiel sein Auto voll tanken und dann geht's kaputt. Der fühlt sich jetzt bestimmt jemand angesprochen. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Und der Planet ist leider das Gegenteil von dem anderen, Sonde den ich gestartet. Gerade hatte. Wenn es immerhin Iridium wäre, ne? Starte Palladium habe ich halt echt so viel. Starte Sonde. 4 Sonden habe ich noch, damit muss ich jetzt was reisen. Ne, 5. Sonde gestartet. Habt ihr eigentlich die ganzen Sonde. Planeten? Ihre Ressourcen beraubt. Also ich hatte, glaube ich, schon mal alle gemacht. War das nicht sogar ein Achievement auf der Xbox? Weil ich habe Mass Effect ursprünglich auf der Xbox gespielt. Und ich glaube, da gab es irgendwie ein Achievement dafür. Alles auf 100%, wobei du für 100% ja nicht unbedingt die Planeten ausrauben musst. Oh, fuck, ich habe keine Credits mehr, sehe ich gerade.
hier ist nur Mittel, das ist schnell erledigt. Hoffe ich. Boah, ist der schrecklich, der Planet. Ich glaube, den lasse ich aus. Sind immer nur so wenig, das lohnt sich fast gar nicht. Starte Sonde. Jetzt da meine Geldreserven gegen Null gehen, kann ich mir theoretisch nicht mal mehr Sonden leisten, also. Ja komm, der Planet ist echt kacke. Wir haben ja noch einen anderen. Zwei andere, glaube ich, sogar noch. Er ist auch nur Mittel. Da. Starte Sonde. Sonde gestartet. Iridium. Sonde gestartet. Bin mal gespannt, wann diese geskriptete Punkt ist, also wann ich den erreiche, wo ich gesagt habe, dass das Spiel dann quasi zwingt weiterzumachen. Dachte jetzt eigentlich, dass der mit Kazumi erreicht wäre, dass die auch schon zählen, also Said und Kazumi, aber anscheinend nicht. Oder vielleicht kommt der erst später, weil man kann ja später nochmal wer hier rekrutieren, oder? Erinnere ich mich jetzt gerade richtig? Bin mir gerade nicht sicher. Nicht tausendprozentig. Sonde gestartet. Ah. Ich glaube, ich habe gerade ein Teammitglied im Kopf, was man im Dreier bekommt und nicht im Zweier. Sonde gestartet. Um ehrlich zu sein. Anscheinend sind die letzten 20% der Planet, wo ich drauf muss, beziehungsweise die Raumstation, das Gefängnis. Dürfte ja quasi, ja, ist eine Raumstation quasi. Das Purgatory, Eigentum der berüchtigten Söldnergruppierung Blue Suns, war früher ein Archenschiff, auf dem Nutztiere gehalten wurden. Heute ist es ein Gefängnis für alle. Also werden immer noch Nutztiere gehalten. Ah, okay. Schlückchen. Oh, oh Gott. Ich habe einen Tropfen Kohlensäure ins Wasser. Ins Wasser, genau. In die Nase bekommen. Oh. Weißt du was? Ich nehme Miranda mit. Abbrechen. Ich habe ihn eigentlich gerade versucht zu entfernen, aber es ging nicht. Said und Miranda. Sie dürfte eine MP haben. Ja, hat sie. Dann kriegt sie nämlich auch die Locust. Und die Vindicator bin ich kein großer Fan davon. Der bekommt das Mattock. Hi, was ist denn eigentlich die Taste zum Schnellspeichern? Ich probiere es mal mit F8. Es passiert nichts. Okay, Moment. Optionen. Tastenzuordnung. Ah, da, Schnellspeichern. F5. F5 ist es. Cool. Muss ich nämlich hier mal ins Menü rein. Willkommen auf der Purgatory, Shepard. Ihr Paket wird vorbereitet und Sie werden es in Kürze erhalten. Es handelt sich hier um ein Hochsicherheitsschiff. Daher müssen Sie Ihre Waffen abgeben, bevor wir weitermachen. Ich werde eine Kugel abgeben. Wohin wollen Sie sie haben? Alles weggetreten. Commander, ich bin Direktor Kirrell und das ist mein Schiff. Sie erhalten die Waffen zurück, bevor Sie das Schiff verlassen. Bitte verstehen Sie, das ist unser Standardverfahren. Ich gebe meine Waffe nicht ab. Punkt.
Lassen Sie sie durch. Unsere Einrichtung ist sicher genug, um mit 3 bewaffneten Gästen zurechtzukommen. Das sagst du jetzt. Wir holen Jack aus der Kryo. Sobald die finanzielle Seite geklärt ist, können Sie aufbrechen. Oh fuck, folgen jetzt Sie haben wir... bitte wegen der Übergabe zur Entlassungsstelle, Commander. Jetzt haben wir auf dem Schiff gar nicht mit Kazumi geredet. Wir wissen ja nicht einmal, wo die ist im Schiff. Das war doof. Zellenblock 2. Wie Sie sehen, halten wir die Population unter strikter Kontrolle. Jede Zelle ist eine eigenständige modulare Einheit. Ich habe zum Beweis mal ein paar durch die Luftschleusen geblasen. Das Schiff besteht aus 30 Zellblöcken wie diesem hier. Bei uns leben Tausende von Verbrechern. Wir können in kürzester Zeit die gesamte Anlage abriegeln. Bist du jetzt stolz drauf, oder was? Hier geht nie etwas schief. Hold my beer. Hold my Normandy. Können Sie mir etwas über Jack erzählen? Hat Cerberus Ihnen nichts gesagt? Jack ist die übelste Mischung aus Gewalt und Hass, die mir je begegnet ist. Gefährlich, verrückt und sehr mächtig. Klingt wie Flo. Sie werden es noch früh genug selber sehen. Wie sind Sie zum Direktor dieses Schiffes geworden? Ich war Gesetzeshüter auf Palavan und hatte es satt, dass Verbrecher in die Galaxie geflohen sind, um dort weiter ihre Untaten zu verüben. Kopfgeldjäger sind einfach nicht verlässlich. Sie heuern lediglich die Falschen an. Irgendwann kam mir dann die Idee, wenn die Verbrecher im Weltraum bleiben, wird die ganze Galaxie sicherer. Sie machen das also, weil Sie es für nötig halten? Jeden Tag sehe ich die schlimmsten Auswüchse von intelligentem Leben. Regierungen sind lasch und scheuen harte Entscheidungen. Jemand musste sich erheben und für die Sicherheit in der Galaxie sorgen. Eine so große Population im Weltraum zu versorgen, ist sicher nicht billig. Wir können an Ecken einsparen, die Regierung nicht mal kennt. Und jeder Gefangene bringt zudem eine Gebühr, die sein Heimatplanet bezahlt. Diese Leute sind gewalttätig. Und ihre Heimatplaneten lassen es sich etwas kosten, dass wir sie hier behalten. Was geschieht, wenn der Heimatplanet die Zahlung verweigert? Wir erklären, dass wir den Gefangenen ohne diese Hilfe nicht länger verwahren können und dazu gezwungen sind, ihn auf seinem Heimatplaneten freizulassen. Klingt wie Erpressung. Genauer Ort und Zeit können nicht genannt werden. Also eine Art Schutzgelderpressung. Sie müssen meinen Methoden nicht zustimmen, aber Sie sollten meine Beweggründe nicht in Zweifel ziehen. Das sind verabscheuungswürdige Leute und ich halte sie unter Verschluss. Machen wir weiter. Hat jemals einer versucht zu fliehen? Wir sind im Weltraum. Sie können nirgends hin und das wissen Sie. Dennoch lassen wir höchste Vorsicht walten. Schließlich handelt es sich um gefährliche Individuen. Wir haben viele Möglichkeiten, die Population zu kontrollieren. Ich lasse mir bestätigen, dass die Bezahlung durch Cerberus erfolgt ist. Die Entlassungsstelle ist einfach hier die Halle runter. Gehen Sie einfach an den Verhörzimmern und dem Supermax-Flügel vorbei. Supermax. Ich stoße später zu Ihnen, Shepard. Die Mission hatte ich irgendwie auch nicht mehr im Kopf. Ich dachte eigentlich, dass das Gefängnis gestürmt wurde und wieder irgendwie rein kämpfen oder die Gefangenen freikommen oder irgendwie sowas. Das hatte ich nicht mehr im Kopf, dass das quasi normal ist. Niemand bleibt von Folter unberührt. Weder der Gefolterte noch der Folterer. Ich selbst war nie der Ansicht, dass Folter die Mühe wert ist. Kann ich etwas für Sie tun? Ich muss es leider tun. Es tut mir leid. Was immer er angestellt hat, er hat vermutlich noch viel Schlimmeres verdient. Mit Sicherheit. Reißt ihm die Augenbrauen raus und kitzelt ihn damit am Fuß. Hey, hey, Leute hier drüben. Darf ich ja, wenn Sie Gefangene kaufen, wie wär's dann mit mir? Mann, mir ist egal, wo Sie mich hinbringen oder was Sie mit mir machen. Alles ist besser als das hier. Wir sind wegen Jack hier. Jack? Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mit Ihnen gehe ich nirgendwo hin. Ich dachte, das hier wäre ein Gefängnis und kein Markt. Manche Leute kaufen Gefangene, weil sie selbst mal jemanden bestrafen wollen, wenn sie verstehen. Der Direktor verkauft uns an jeden... Warum wird dieser Gefangene verhört? Weiß er irgendwas? Nein, das ist Bimmy. Der weiß überhaupt nichts. Gestern hat er in den Duschen einen umgelegt, glaube ich. Das Opfer war für den Direktor eine Menge Kohle wert. In Bimmys Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Weshalb sind Sie hier? Ich habe ein paar Leute umgelegt.
aber nur 20 oder so. Und ich habe einen Standort in die Luft gejagt. Kleinigkeiten im Vergleich zu den meisten anderen hier. Das, die Stimme und wie der redet, passt halt null zu dem, was er da gerade gesagt hat. Der größte Ärger, den Sie je gesehen haben, gemischt mit einer Portion Wahnsinn und viel zu viel biotischer Energie. Mehr sage ich dazu nicht. Wie ist das hier drin? Jack, guck dir mal aus, das müsste sich übel. Eine Wurst zusammenprallen. Verdammt, irgendeiner ist immer hinter deinen Sachen her. Deinen Zigaretten, deinen Klamotten, deinem Stolz. Ich muss jetzt gehen. Ich wünschte, ich könnte gehen. Das sieh dir an. Es sieht immer aus, als müsste ultra dringend aufs Klo, aber hier ist einfach kein Klo. Ich höre schon die Schreie in meinem Kopf. Hübsch, wirklich. Wo geht's denn jetzt lang? Da oder da? F5. Das ist der Supermax-Flügel. Zutritt verboten. Zur Entlassungsstelle geht's zurück durch die Halle. Auf der rechten Seite. Okay. Das Paket wird nach Abschluss des Kryo-Auftauens dorthin gebracht. Zur Entlassung durch die Tür auf der anderen Seite des Raums. Na gut. Sieht für mich aus wie so eine... Ja, wobei, die Tische stehen falsch, sonst wird's ausschauen wie so eine Cafeteria. Aber so... Komisch. Irgendwie so ein umfunktionierter Lagerraum zu einem Büro. Tut mir leid, Shepard. Aber als Gefangener sind Sie wertvoller als Kunde. Lassen Sie die Waffen fallen und begeben Sie sich in diese offene Zelle. Ihnen wird nichts geschehen. Da reden Sie von Ihren edlen Absichten mit diesem Gefängnis. Und dann entpuppen Sie sich als Verbrecher wie alle anderen. Systeme aktivieren. Wie praktisch. Diese Stühle hier helfen mir. Ah, ich kann ja mal die MP jetzt ausprobieren, warte mal. Gute Nacht. Nachti. So. Schildenmuni und los geht's. Oh ja. Oh ja. Die ist ja sowas von geschmeidig. Das macht weniger Schaden. Hat doch, glaube ich, weniger Munition, oder? Also, im Magazin. Ich glaube, die andere hatte 25. Aber die Präzision ist... Oh. Und vermutlich ist der Schaden auch Verstärkung okay. Zur Entlassungsstelle. Vermutlich. Shepard, holen wir Jake aus dem Kühlschrank. Perfekt! Dankeschön. Klingt ein bisschen komisch, die Waffe. Darf ich jetzt da lang, hä? Aufpassen! Weiter Boden! Ich muss ein bisschen aufpassen, ich überlebe nicht so viel. Okay, kann ich speichern? Stimmt doch gar nicht, lüg nicht so dreckert. Oh, Element Zero. Wenn wir uns in die Kontrolltafel einhacken, öffnet sich jede Tür im ganzen Zellenblock. Es ist der einzige Weg. Ich mach schon. Bereithalten. Finden die zwei ganz interessant, was da passiert. Boah, diese Grafik. Moment, das ist Jake? Sie werden sie umbringen. Bewegung! Der Ton war auch komplett on point. Warnung. Warnung. Klingt nach einem harten Kampf. Also ich kann euch schon mal prophezeien,
So einfach wird's mit ihr nicht im Team, wenn man Max dabei hat. Das nee, andersrum. Sich noch als nützlich erweisen. Wenn man sie dabei hat mit Max, so rum. Ordnung wiederherstellen! Tödliche Methoden genehmigt! Aber nicht Check umlegen! Ausfall der Lebensrettungssysteme in den Sektoren 7, 9 und 11. Keine Überlebenden. Ja genau, irgendwie so hatte ich es nämlich im Kopf. Okay, da habe ich mich nur noch ans Ende erinnert. Ein Mädchen hat das alles getan? Wow. Konnte da gerade nicht runter. Keine Ahnung warum. Oder? Warte mal. Wenn ich so mache? Nee, es geht nicht. Da drüben ist halt was. Ich weiß nicht, ob man das looten könnte. An alle Gefangenen! Gehen Sie zurück in Ihre Zellen! Sonst öffne ich sämtliche Luftschleusen auf diesem Schiff! Wer ist der Nächste? Verteidigung offline. Ja, jetzt hast du nur noch dein Leben. Ne, doch nicht, die Panzerung hat er noch. Okay. Kriegst du das nochmal ab? Gute Nacht. Easy. Raus aus dem Detonationsbereich.